Moin, ihr Fuchs da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Pokémon Sonne. Wie im letzten Part angekündigt, machen wir heute erstmal wieder zunächst einen Wundertausch-Day, Völkchen. Mal gucken, was uns da so erwartet. Ich gehe mal auf den Festivals Plaza. Da sollte ich wohl auch noch mit irgendeiner Empfangsdame schnacken, die gibt mir dann irgendwas. Sie jetzt oder was? Guten Tag, Blaufuchs. Wenn du an einem Spektakel teilnimmst, bist du bei mir an der richtigen Adresse. Hast du Fragen zum Thema Spektakel? Nö. Hier, das ist für dich. Du erhältst 3 Exemplare des Items Festival-Ticket. Na, wie nett. Um ein Spektakel abzuhalten, brauchst du ein Festival-Ticket. Bei mir kannst du dir jeden Tag 3 Festival-Tickets abholen. Wenn du an einem Spektakel teilnehmen willst, dann sprich mich einfach an. Nö, ich wollte eigentlich Wunder tauschen, das machen wir jetzt auch. Ich hoffe, diesmal levelt unser Plaza nicht die ganze Zeit aus. Auf. So, muss ich mit noch irgendwem hier schnacken? Hallo Blaufuchs, hast du eine Frage zum Festival-Plaza, dann bist du bei mir an der richtigen Adresse. Welches Thema interessiert dich? Nichts. Bis bald. So, was ist bei dir los? Hallo Blaufuchs, willkommen bei den globalen Spektakeln. Was möchtest du tun? Gibt's was Neues eigentlich? Mal gucken, ob irgendwas aktuell los ist. Soll eine Internetverbindung her? Ja, mach mal. Du kannst mal wieder synchronisieren und so. Das ist gar nicht verkehrt. Internetverbindung wird hergestellt. Bitte warte einen Moment. Machen wir. Jo, es dauert noch einen kurzen Moment. Verbindung über das Internet wurde aktiviert. Verbindung zum Pokémon. Erstmal eine Spielsynchro durchführen. Mal gucken, ob es was Neues gibt. Ich glaube nicht. Ich habe nichts online gelesen. Bitte das System nicht ausschalten. Nee, du, hab ich nicht vor. Ich bin da ganz brav und lass es einfach an. So, Daten werden überprüft. Bitte warte einen Moment. Es werden zurzeit keine globalen Spektakel veranstaltet. Daten werden aktualisiert. Bitte warte einen Moment. Oh, immer gerne. Lasst uns gönnen. Also momentan nichts los, aber wir haben mal wieder eine Synchro ausgeführt. Auch nicht verkehrt. Und dann tauschen wir gleich munter los. Ich habe extra ein bisschen wieder was eingefangen, was wir so wegtauschen können. Die Daten des globalen Spektakels wurden aktualisiert. Also nichts Neues. Gut. Ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch. Ich mich auch. Tauschen. Wundertausch. Dann schauen wir mal, was wir so wegtauschen können. Was haben wir denn so? Also das Tentacha könnte weg. Also Tante können wir erstmal wegtauschen. Jo, hau mal raus. Ich bin gespannt. Wen ist erwischt? Wer wird Tante bekommen? Immer Level 14. Dum, 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 dum. Na, will keiner Tante haben. Tante, du scheinst nicht sehr begehrt zu sein. Doch, da. Danke schon mal. Wahnsinn, super. Alvaro, Spanien, Andalusien. Na, dann mal los, der wird sich freuen. Tante ist super Ding. Du gibst Tante die Obhut von Alvaro. Alles Gute, Tante. Habe ich gerade erst mit Liebe gefangen. Deswegen. Oh, ein normaler. Oh, ein Evoli. Siehst du, können wir sogar behalten. Für unser Evoli-Paarungsgenuss. Aber ich glaube, ein Evoli habe ich schon, ne? Aber egal. Alvaro versandte Eevee. Kümmer dich gut um Eevee. Mache ich. Süß. Aber meine werden selbst gezüchtet werden. Also ich will mein Team so komplett selbst aufbauen. Das muss schon sein, mein Evoli-Team. So, dann bedanken wir uns nochmal bei ihm hier. Danke für neulich beim Wundertausch. Du hast 2 FM von Alvaro. Bislang hast du insgesamt 125 gesammelt. Ich würde mich freuen, wenn wir das bald mal wieder machen. Ja, gerne. Ich drücke den Knopf, wenn du Lust hast. Ne, geht das gleich weiter. Wundertausch. Tausch starten. Was haben wir denn noch so im Angebot? Wir haben noch diesen Gehweiher. Der kann auch weg. Wie fies das klingt. Also den können wir auch weg wundertauschen. Gehweiher. Ich brauche dringend die Starter. Das Wasserstarter würde ich auch sofort ins Team aufnehmen. Der ist nämlich eigentlich ganz knuffig, muss man sagen. Bisschen. Naja. Aber ganz knuffig. Komm schon, Gehweiher. Finde wen, der dich haben möchte. Habe ich noch Kaffee? Oh, ich hätte mir vielleicht, also für so eine Wundertauschfolge, da ist so ein Becher Kaffee schon sinnvoll, weil man doch viel Leerlauf hat, während man wartet, bis die Zeit runterläuft und einfach quatschen kann. Er sieht sehr glücklich aus. Miau! Aus Japan! Ja, mal sehen, was wir da wieder bekommen. Du gibst Gehweiher in die Obhut von... Ne? Alles Gute, Gehweiher. Da habe ich mir nicht mal die Mühe gemacht, ihm einen Namen zu geben. Das ist natürlich traurig. So, was kommt? Was ist das denn für... Oh, ein Wuffels. Was ist das für ein merkwürdiger Ball?
Verstehe ich alles nicht. Aber yeah, kümmere dich gut um. Machen wir. Speichervorgang, bitte das System nicht ausschalten. Habe ich nicht vor. Alles wird gut. So, dann bedanken wir uns bei ihr nochmal. Ah, Lola. Danke für neulich beim Wundertausch. Jo, ich würde mich freuen, wenn wir das bald mal wieder machen. Machen wir. Und nächste Runde. Wundertausch. Geht gleich weiter. Tausch starten. Ding. Wir können das gleich wieder wegtauschen. Oh, wobei. Trotzdem tauschen wir es wieder weg. Tschüss. Japan. Ich bin damit einverstanden. Jetzt kriegt sie das gleich wieder zurück. Das war, oh, Level 1. Da ist jemand am Züchten. Zuchtüberreste werden wieder weggetauscht. Bitte warte einen Moment. Ja, ich habe keinen Kaffee mehr. Das macht mich so traurig. Dum, 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 da, dum, 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 dum. Noch 60 Sekunden. Ich mag den Typ Feuer. Wow. Japan Saitama. Ja, gleich wieder zurück, da wo es herkam. Es ist auf jeden Fall weit gereist. Man überlegt gerade von Japan nach Deutschland und jetzt von Deutschland wieder nach Japan. Da ist schon so ein Pokémon mal eben ganz schön was unterwegs, ey. Was bekommen wir denn da? Oh, ist ein Krabox-Vieh. Da, da, da. Versandte Boxer. Ja, so sieht das auch aus. Kümmere dich gut um Boxer. Ja, mal sehen, ne? Ich glaube, ich tausche das gleich wieder weg. Für Krabox wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ach, hatte ich noch gar nicht. Bams. Krabox. Registriert. Du weißt immer besser über die Pokémon von Melimeli Bescheid. Krabox. Größe 0,6 Meter, Gewicht 7 Kilogramm. Boxkampf. Schützt mit den Scheren seine Schwachstellen und bereitet einen Gegenschlag vor. Verliert es, bläst es Trübsal. Oh. So ein kleiner Donald Trump steckt auch in allen von uns, wa? Bedanken wir uns auch hier. Danke für euch beim Wundertausch. Und wieder zwei Dinger. Insgesamt 129. Ich würde mich freuen, wenn... Ja, ich mich auch. Und Wundertausch. Gleich das Krabox wieder wegtauschen. Das brauchen wir nämlich nicht. Tausch starten. Also bis jetzt noch keine große Überraschung, muss ich sagen. Aber kann ja noch kommen. Dam, 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 dam. Suche nach Tauschpartnern. Bitte warte einen Moment. Mach ich. Das ist für mich auch immer so eine gute Möglichkeit, hier bei diesem Wundertausch mal ein bisschen zu entspannen, ein bisschen runterzukommen. Ja, da muss man einfach nur... Das ist ein bisschen wie Lotto oder Lose ziehen oder sowas. Ne? Man weiß halt nie, was kommt. Ich finde, das macht das schon sehr spannend, weil man hat ja jedes Mal die Hoffnung, dass wieder irgendwas Cooles kommt. Ne? Sun aus Frankreich. Juhu, your medal, ne? Du gibst Boxer in die Obhut von Sun. Alles Gute, Sun. Nee, Boxer. Ich hoffe, dir geht es bei Sun gut. Mal sehen. Man kann ja meistens am Ball schon immer erkennen, ob es was interessant... Oh, okay. Dieses komische Woll-Pokémon-Pflanzen-Ding. Da, da, da. Sun versandte... Oh, der ist auch gerade am Wundertausch Reste wechseln. Kümmere dich gut um... Machen wir. Ich kümmere mich liebevoll um es, indem ich jetzt wieder... Für Waumball wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Bams. Waumball. So kann man auch den Pokédex ganz gut füllen, ne? Registriert. Schau dir das Pokémon, das du erhalten hast, mal genauer an. Waumball Wattebausch. Pflanze Fee. Größe 0,3 Meter, Gewicht 0,6 Kilogramm. Begegnen sie Freunden, hängen sie eng aufeinander. Wenn sich zu viele versammeln, sehen sie aus wie eine Gewitterwolke. Och, wie süß. Dum, da, da, dum. Gleich wieder wegtauschen. Aber erstmal bedanken wir uns. Danke für euch beim Wundertausch. Und wieder zwei Punkte. Du hast insgesamt 131. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das wieder machen würden. Ich mich auch. Und Wundertausch. Bums. Tausch starten. Immer noch kein Starter. So, ich würde sagen, wir schicken erstmal Yogia weg. Yogia, kein Item. Dum, 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 dum. Dum, dudeldum. Mal sehen, wer Yogia bekommt. Ich bin gespannt, in welches Land es wohl doch geschickt wird. Das ist die Gelegenheit für ein Foto. Schick. Chioja, Frankreich. Burgund. Kommt euch der Wein her? Burgunder? Du gibst Yogia in Obhut von Chiri. Los geht's. Dum, 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 dum. Und mal gucken. Mal einfacher Pokéball. Wingull, wer hätte es gedacht?
Schade. Da, da, da. Chirurgia versandte Gülisse. Ach du meine Güte. Kümmere dich gut um Gülisse. Machen wir, machen wir. Bitte das System nicht ausschalten. Machen wir nicht. Danke für neulich beim Wundertopf. Das hat sich für eine hässliche Hose an. Ich würde mich freuen, wenn wir das wieder tun. Ich will auch. So, nächster Wundertausch. Was tauschen wir denn jetzt weg? Ich würde sagen, wir tauschen jetzt erstmal das Wingul wieder weg, denn das brauchen wir nun wirklich nicht. Da sind wir schon mit versorgt. Bam, bam, bam. Habe ich noch einen Schluck Kaffee? Och nee. Noch ein ganz kleiner Popelrest, warte. Mmh, lecker. Schade. Das hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen. Ich hätte den Kaffeestand hätte ich vorher checken sollen. Naja, so ist das halt. Das Beste an Pokémon sind die Pokémon. Südkorea. Ja, das kann ich nur zustimmen. Ich finde auch, das Beste an Pokémon sind die Pokémon. Da kann man auf jeden Fall von ausgehen. Perfekt! Starter geht rein! Jetzt haben wir den Feuerstarter. Damit könnten wir eigentlich Tar ersetzen. Und ist das Level 1? Versandte. Nee. Ist egal, dass es einen blöden Namen hat. Kümmere dich gut um. Das ist natürlich jetzt schon ziemlich cool. Für Flamiao wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Bing! Flamiao. Starter geht raus! Starter geht raus! Schau dir das Pokémon, das du erhalten hast, gleich mal genauer an. Ja. Feuerkatze. Größe 0,4 Meter, Gewicht 4,3 Kilogramm. Es verbrennt Haare, die es bei der Körperpflege verschluckt hat, indem es Feuer speit. Die Flammen variieren je nach Art des Speiens. Hm. Du. Hoffentlich nicht Level 1. Ich würde das echt ins Team aufnehmen, damit könnten wir Tar ersetzen. Möchtest du den... Nein, ich will den Festivus Plaza nicht beenden. Stopp. Erstmal labern wir mit ihm. Danke für neulich beim Wundertausch, bitte. Ich würde mich freuen, wenn wir das bald wieder tun würden. Ich mich auch. Nächste Runde. Wundertausch. Jetzt brauchen wir nur noch das Wasservieh. Tausch starten. Und gleich mal gucken, welches Level es hat. Wo steht's? Das steht hier nirgendwo. Ich weiß es nicht. Level 1. Oh, das ist natürlich blöd. Das muss ich erstmal hochtrainieren. Egal, wir verschicken jetzt erstmal als nächstes. Was nehmen wir denn mal? Diese kleine Frucht, Frubi. Ne, komm, wir nehmen hier Safcon. Da freut man sich doch immer drüber, wenn man einen Safcon bekommt. Ich würde mich freuen über einen Safcon. Aber ich habe ja schon eins, deswegen... Jetzt noch den Wasserstarter, komm. Wasserstarter, möglichst Level 20 oder so, wäre super. Da ist jemand auf jeden Fall gerade wieder am... also wenn du Level 1 kriegst, kannst du immer davon ausgehen, du bist irgendwelche Zuchtreste am abbekommen. Aber hey, egal. Ne? Das leveln wir einfach eben hoch und dann ist das gut. Wir können es ja gleich tatsächlich durch Tar ersetzen. Und das sollte eigentlich relativ schnell aufschließen. Uwa! Klatsch, klatsch, klatsch. Japan Kanagawa. Warte mal, Tau. Ding, 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 ding. Die wird sich freuen über einen Safcon. Bin ich mir ziemlich sicher. Oder eher, man weiß ja nie, was sich hinter einem weiblichen Avatar verbirgt. Das kann alles Mögliche sein. Okay, wir kriegen auf jeden Fall einen... What the fuck ist denn das für ein Wesen? Sieht auf jeden Fall aus, als hättest du viel Kaffee getrunken. Es wackelt so leicht hyperaktiv. Okay. Verdammt. Kümmere dich gut um. Machen wir. Was ist los mit dir? Bist du kalt oder hattest du viel Kaffee getrunken? Für Schnäppke wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Schnäppke. Registriert. Stell dir das Pokémon an. Machen wir. Schneehut. Schnäppke hat sich rasant in Alola verbreitet. Das heißt, das Haus, in dem es lebt, werde über viele Generationen blühen und gedeihen. Eis-Pokémon. Das sieht doch so aus, als wäre es ein Eis-Pokémon. Dum, dum, dum. So, dann erstmal danke. Danke für neulich beim Wundertausch. Du hast 2 FM von. Bislang hast du insgesamt 137. Ich würde mich auch freuen. Wir tauschen weiter. Noch haben wir Zeit. Noch geht da was. Und vor allem haben wir noch Pokémon, die weggetauscht werden können.
Wir tauschen als nächstes wieder dieses Baumwollvieh hier weg. Das brauchen wir nämlich nicht. Dum, 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 dum. Mal gucken, was uns als nächstes erwartet. Dum, 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 dum. Na, komm. Hau mal rein jetzt. Nein, doch nicht. Niemand will dich haben, Armes. Ich habe auch keinen Kaffee, um die Zeit zu überbrücken. Ich muss reden. Was soll ich denn erzählen? Es gibt nicht viel zu erzählen. Donald Trump ist jetzt Präsident. Das ist so unwirklich. Alola, das merke ich mir. Frankreich, Rhône-Alpes. Es ist noch immer eine sehr unwirkliche Welt momentan, muss ich sagen. Du gibst Nö in die Obhut von Chaotic Sea. Dann gehen wir mal Chaotic Sea Nö und gucken mal, was wir kriegen. Ein Fleckmon. Ich glaube, wir haben echt noch keins gefangen, oder? Also es wäre wenigstens ein Eintrag, glaube ich. Dö, dö, dö. Chaotic versandte Yoradanobi. Kümmere dich gut um Yoradanobi. Ich kümmere mich um Caps Lock Yoradanobi. Es schreit mich förmlich an. Doch, hatten wir schon. Ja, dann. Oder? Oder? Doch, hatten wir schon. Gleich wieder wegtauschen. Danke, ne? Danke für neulich beim Wundertausch. Zack, bislang. 200. Yo, 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 yo. Chaotic Sea. Und weiter geht's. Fleckmon kann gleich wieder weggetauscht werden. Das brauchen wir nicht. So, Fleckmon. Tauschen wir doch mal durch den Starter. Den Wasserstarter. Komm schon, ich will den Wasserstarter haben. Ich will den haben. Für den Fleckmon Level 7 ist durchaus ein Wasserstarter wert. Bam 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 ba da bam. Na? Komm schon. Dum 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 dum. Bam 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 da da bam. Alola, nicht schlecht. Japan, Tokio. Di di di. Du gibst Yoradanobi in die Obhut von... Nö. Mal schauen. Was kriegen wir zurück? Es ist ein Hyperball. Oh, ein Molunk. Ein weibliches? Ein weibliches, ein weibliches, ein weibliches. Na, na, na. Bist du ein weiblich? Bist du ein Weibchen? Versandte Salandit. Kümmere dich gut um Salandit. Oh, und wie ich das tue. Ist es ein Weibchen? Ist es ein Weibchen? Ist es ein Weibchen? Dim. Dim, dim, dim. Ich muss rausfinden, ob es ein Weibchen ist. Wenn es ein Weibchen ist, werden wir es in unser Team aufnehmen. Denn es ist total cool, das Vieh. Bislang 141. Ich denke, bei 150 wird er wahrscheinlich wieder ein Level aufsteigen. Schaffen wir noch? Ah, eine Runde schaffen wir noch. Komm. Eine Runde geht noch, Leute. Tausch starten. Und Weibchen, 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 Weibchen. Ein Weibchen. Geil. Auch noch Level 19. Läuft. Das wird ins Team aufgenommen. Was tauschen wir denn jetzt mal weg? Das ist eine gute Frage. Hier, Kappador. Ah, sorry, Leute. Ja, weg damit. Die Seuche holt mich heim hier. So, das ist der letzte. Ich denke, dann ist die Zeit auch rum. Dann haben wir auch unsere Wundertauschfolge wieder überstanden. Aber ey, er hat sich eigentlich ausgezahlt. Wir haben einen Saladit bekommen. Das werde ich auch mit ins Team aufnehmen. Das passt. Das ist auch vom Level her okay. Ein bisschen unter Tag, glaube ich, gerade. Aber das kann man noch ausgleichen. Und wir haben den Feuerstarter bekommen. Den könnte man eigentlich auch ins Team aufnehmen. Aber Saladin finde ich cooler. Ich mag den Trainertyp Gentleman. Oh toll, Sarah, Vereinigte Staaten, Massachusetts. Grüße gehen raus in die Vereinigten Staaten. Aber die Welt da drüben ist auf jeden Fall noch nicht untergegangen. Es gibt noch Leute, die Pokémon spielen. Trump hat noch nicht alles vernichtet, also es läuft. Was ist das für ein cooler Ball? Oh, die wird sich jetzt auch denken, fick dich, Alter. Fick dich, dass du mir so ein beschissenes Kappa durchschickst. Sarah versandte irgendwas und ich kümmere mich gut. Ja, ist doch gut, Hahn. Und wir kümmern uns gut um. Für kaum aller Art wurde der Eintrag im Pokédex angelegt. Ja, mal los, so. Bums. Kaum aller Art. Dam, 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 dam. Wir schauen uns das Pokémon an, das wir erhalten haben. Drache Boden, Landhai. Größe 0,7 Meter, Gewicht 20,5 Kilo. Es lebt in Höhlen, die Erdwärme ausgesetzt sind. Falls es trotzdem kalt wird, rückt es eng mit seinen Freunden zusammen. Oh, da wird geschmust.
So, wir beenden dann jetzt unsere Wundertausch-Episode. Es war wie immer ein Vergnügen. Wir labern hier noch kurz. Danke für neulich beim Wundertausch. Jawoll. So, ich würde mich auch freuen. Und raus hier. Ja. Internetverbindung wird getrennt. So, ich bedanke mich dann wie immer bei euch fürs Zusehen. Wie immer speichern wir am Ende nochmal. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wo es dann weitergeht mit der nächsten Inselprüfung. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.